Lange ist es her, dass ein Bundesligaspieltag stattfand. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass die Bundesliga endlich wieder weitergeht. Bis gleich, Freunde. Hi und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ja, die Bundesliga geht endlich wieder weiter und unser Fußballexperte Marcel hat sich natürlich den Spieltag angeschaut und extra für euch schöne Analysen vorbereitet. Los geht's! Um es mit den Worten von Julian Nagelsmann zu sagen, die extrinsische Motivation und die emotionale Komponente fallen durch das Fehlen der Zuschauer weg. Und genau so ist es auch. Ein nicht ganz unwichtiger Teil fehlt nun über die vollen 90 Minuten. Die Atmosphäre, die Stimmung. Vor 30.000 bis 80.000 Zuschauern ist das emotionale Empfinden ganz, ganz anders und das wird natürlich einige Spieler und Mannschaften beeinflussen. Dies benötigt natürlich viel Recherche und Analyse, aber vor allem muss man genau beobachten, denn die persönliche Komponente eines Spielers kann niemand beurteilen. Vor dem Fernseher werden so viele Zuschauer zuschauen wie nie zuvor. Für die einen ist es Druck, für die anderen ist es Motivation. Die einen lieben es, den anderen ist es völlig egal. Was wird nach so einer langen Zeit ohne Mannschaftstraining eine besonders große Rolle spielen? Zum einen geht die Luft für Vollgasfußball über 90 Minuten nicht ausreichen. Man hört es aus jeder Ecke des Landes, die Trainer sagen, wir werden zu Beginn nicht bei 100% sein. Heißt, individuelle Qualität sticht ab jetzt noch mehr heraus. Viele Teams schaffen es durch enormen Fleiß, Aufwand, durch taktische Stärke und durch einen guten Coach, diese individuellen Unterschiede auszugleichen. Wenn dann aber ein Trainer eines Abstiegskandidaten 5 Tage vor dem Start sowas bringt wie Räume verdichten, Linien zuhalten, Gegner gemeinsam anlaufen, dann sollte einem Fan Angst und Bange werden. Aber genug mit der Einleitung, kommen wir nun zu den beiden Partien, die wir etwas näher unter die Lupe genommen haben und bei denen wir uns für 2 schöne Prepicks entschieden haben. Kommen wir zu der ersten Partie auf unserer Liste, nämlich zu Union Berlin gegen FC Bayern München. Ein großer Faktor wird hierbei die fehlende Unterstützung der Fans sein, denn Union Berlin ist dafür bekannt, emotional über sich hinauszuwachsen, bis zum Ende zu kämpfen und das Ganze nur durch den Support der starken Fans. Wer oft ins Stadion geht, weiß ganz genau, wie oft das Publikum und die Stimmung den Einfluss auf die gesamte Mannschaft nehmen kann. Union Berlin ist kompakt und kampfstark und macht dadurch die phänomenal fehlende individuelle Qualität weg. Und aufgrund der bisherigen Saison wird die Mannschaft deswegen auch nächstes Jahr in der Bundesliga weiterspielen. Alles schön und gut, doch ohne den Support der Fans und noch dazu ohne den perfekten physischen Zustand wird man gegen Bayern gar keine Chancen haben. Bayern hat viel mehr Ballbesitz. Aus diesem Grund wird hier der Physisfaktor noch viel, viel wichtiger, da das Team ohne Ballbesitz in der Regel mehr laufen muss. Dementsprechend und aufgrund der Verhältnisse wird Union Berlin hier viel mehr laufen müssen. Es handelt sich also quasi um ein Trainingsspiel, bei dem es um Punkte geht. Außerdem ist Bayern durch diese etwas längere Pause personell fast wieder komplett. Süle fehlt zwar noch, aber Lewandowski ist nach seiner OP wieder bei 100%. Bayern ist individuell betrachtet die deutlich bessere Mannschaft und das wird sich durch die ganzen genannten Faktoren bzw. Umstände noch etwas deutlicher darstellen. Unser Fußballexperte Marcel geht hier dementsprechend von einem problemlosen Sieg Richtung Bayern aus und kann euch hier guten Gewissens das Handicap minus 1,5 Richtung Bayern empfehlen. Also, Bayern gewinnt mit mindestens 2 Toren Differenz. Kommen wir zu der nächsten Partie auf unserer Liste, nämlich zu Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn. Hier treffen 2 Teams aufeinander, die sich ungefähr auf Augenhöhe befinden. Was machte aber Düsseldorf die ganze Saison über stark und konkurrenzfähig? Die Fähigkeit mit hohem Laufaufwand und taktischer Disziplin den Gegner zu entnerven und noch dazu im Umschaltspiel für Gefahr zu sorgen. Noch dazu waren Ansätze von Ballbesitzfußball zu erkennen. Rösler sagte nun, dass ihm im gemeinsamen Anlaufen, Linien verschieben und Räume verdichten Defizite aufgefallen sind. Auf der anderen Seite der SC Paderborn. Als neutraler Zuschauer muss man diese Mannschaft wirklich lieben. Toller, mutiger Fußball, enormes Pressing und noch dazu der Wille und Mut, nach vorne zu spielen. All das macht diese Mannschaft aus. Für diesen energiegeladenen Fußball wird sicherlich noch nicht über die vollen 90 Minuten die Kraft da sein, aber die eigenen Stärken im Offensivbereich werden auf jeden Fall zur Geltung kommen, da Düsseldorf vor allem hinten sehr anfällig ist. Sich die Chancen zu erspielen war nie das Problem des SC Paderborn, eher die Chancen zu verwerten. Deswegen geht unser Fußballexperte Marcel davon aus, dass Paderborn hier mindestens einmal treffen wird. Umso besser für unseren Tipp, den verrate ich euch jetzt eben. Über 1,0 Teamtore für Paderborn,
Sollte Paderborn nur einmal treffen, dann gibt es Cashback, Geld zurück. Da aber Marcel davon ausgeht, dass Paderborn hier zwei Buden erzielen wird, ist es umso besser für uns. Noch ein kleiner Nebenfakt. Für Paderborn ist es ein Do-or-Die-Spiel. Das heißt, man muss punkten und mit Baumgart an der Seite wird man hier auf jeden Fall mit einem offensiven Visier spielen und versuchen, so viele Buden es geht zu erzielen. Das waren unsere beiden Tipps für den Bundesliga-Spieltag. Weitere Tendenzen in Form eines Videos. Ja, ihr habt richtig gehört. Es kommt ein weiteres Video zur Bundesliga online und zwar morgen, damit ihr noch mehr Tendenzen bzw. Inspirationen habt. Außerdem könnt ihr gerne beim Fanteam Bundesliga 50k Turnier mitmachen. Ja, genau, 50.000 Euro Preispool. Einfach unten über unseren Link registrieren, ein kostenloses Ticket erhalten für das 1.500 Euro Preispool Turnier. Und wenn du deine erste Einzahlung bei Fanteam tätigst, egal wie hoch, erhältst du ein Ticket im Wert von 20 Euro für das 50.000 Euro Turnier obendrauf. Hier haben wir mal unsere Beispielaufstellung oder hier, ich glaube hier, eingeblendet, die Marcel extra für euch zur Verfügung gestellt hat. Ihr könnt natürlich andere Spieler aufstellen, von denen ihr ganz viel haltet. Wie gesagt, mit etwas Glück einfach Radfahren. Ein Versuch ist es wert. Und noch dazu macht es sehr, sehr viel Spaß. So, das war's, das heutige Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Kommentiert auch gerne, was ihr angespielt habt. Und ansonsten wünschen wir euch ganz viel Glück bei dem Spieltag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.